hallo, da sind wir wieder. Tatsächlich, wir sind, der erste Tag wird eh nichts. Wir sind zurück bei der vierten Folge unseres Pokémon-Let's Plays und wie ihr vielleicht am Anfang schon bemerkt habt, hat Philipp sein Versprechen wahrgemacht. Ganz genau, ich zeige euch nochmal. Ich habe jetzt mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich Jan jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen wollte. Ja, ich kann es kaum noch erwarten, was passiert als nächstes. Deswegen habe ich jetzt mal so alles auf so mindestens Level 6. Sami ist natürlich auf 10 noch gekommen. Boss habe ich es auch noch ganz schnell geschafft, auf Level 7 zu machen, ja, dann bei ihm auf 6. Das ist halt eine gute Voraussetzung, wenigstens um ein bisschen weiterzukommen. Aber ein Level, was es immer noch spannend hält, glaube ich. Ja. Da gerade kann man bei Philipps reduzierten Trainerfähigkeiten. Hey. Ich bin ein Pokémon-Meister. Das musst du erst noch beweisen. Ich sehe dich hier nicht als Meister rumlaufen. Übrigens fand ich den Song im Vertania-Wald immer total geil. Ja. Geiler Shit. Meine Frage an dich. Was möchtest du fangen? Also, natürlich am liebsten Pikachu, aber das ist ja super selten hier, deswegen rechne ich dann nicht mit. Ich fände daher ein Raupi sehr schön. Okay. Weil Smetbo nämlich Konfusion lernt. Und das wird später auf jeden Fall sehr wichtig sein, weil ein Abra werde ich auf gar keinen Fall fangen können. Aber wir haben es ja gerade schon, theoretisch könntest du ja ein Abra in der Spielhalle. Ganz genau, stimmt. Wir haben noch vorhin, während ich hier gegrindet habe, noch ein paar nach Nuzlocke Regeln gesucht, weil ich mich nämlich gefragt habe, was ist eigentlich mit den ganzen Pokémon, die man entweder kaufen oder einfach so geschenkt bekommen kriegen kann. Und was wird das sein? Vor allen Dingen, das kriege ich ja gar nicht aufgelevelt, ey. Das muss ich jetzt bis Level 10 dann hochtragen. Ja, da haben wir schon mal eins, was ich nicht benutzen werde. Aber. Okay, legen wir das in die Hände des Schicksals. Kokuna hat ja eine sehr große Verteidigung. Schnabel ist aber sehr effektiv dagegen. Sollte es das. Du kriegst es eh nicht platt. Du kriegst es eh nicht platt. Weiß ich nicht. Sollte es das überleben, hat es auf jeden Fall verdient, in mein Team zu kommen. Was ist, wenn du es jetzt töten würdest? Dann dürfte ich kein neues holen. Ich wollte schon sagen, ne? Oh, schade. Sonst hätte es gepasst. Könnte sein, ja. Naja, da bin ich jetzt nicht sehr traurig drum. Raupi hätte ich sehr gerne gehabt, aber jetzt mit einem Kokuna anfangen, das wäre echt viel zu aufwendig gewesen. So, genau. Und die Pokémon, die man halt kaufen oder einfach so geschenkt bekommen kann, die, gibt es eben, da gibt es eine Regel für, und zwar, wenn man es kauft oder mit sich nimmt, dann gilt diese Stadt, das ist ja meistens in Städten, wo das passieren kann, halt auch als ein Gebiet, und dann darf ich auch nur dieses eine Pokémon da haben. Sprich, wenn ich in, was ist das, Saffronia City, glaube ich, in dem, neben dem Einkaufszentrum das Evoli fangen sollte oder mitnehmen sollte, dann dürfte ich mir bei dem Münztausch im Casino dürfte ich mir dann kein Pokémon mehr kaufen. Also ich dürfte dann mir da keinen Dratini zum Beispiel holen oder keinen Abra. Sprich auch, wenn ich die Kampfarena absolviere und mir da dann entweder ein Kikli oder ein Nokshan mitnehme, darf ich mir dann in dem Silphsco-Gebäude keinen Lapras nehmen. Was hast du dir immer geholt in der Kampfarena? Kikli. Ich auch. Ich fand das irgendwie mal cooler. Ja. So, erster Trainerkampf. Nach dem Kampf gegen Wilbur. Stimmt, ja. Stimmt, oh, da sagst du was. Ich kann ja auch noch gegen den kämpfen gleich eben. Schnell. Und wir nehmen es ganz genau. Wilbur ist eine Trainersau. Was habe ich da jetzt umgewandelt? Wenn ihr es wisst, liked, subscribe, schreibt es in die Comments. So. Nein, danke. Wir erinnern uns an die Kindergartenzeit zurück. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nee, piep, 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 guten Appetit. Irgendwie so, wir haben uns jeder alle esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. So ist es. Die Nebenfrau ist ja die, die man neben seiner eigentlichen Frau hat. Die sollte man natürlich nicht essen. Nee. Es sei denn, naja. Es sei denn, man steht drauf.
Gut, so sind wir jetzt auch wieder auf jeden Fall in den ersten, in den Top 10 der besten YouTube-Channel von der Emma, würde ich sagen. Also ich glaube, dass wir bei jeder Form von Gutmenschen-Channel, Social Justice Warrior-Channel und auch Feministen- und Frauenrechtler-Channel wirklich ganz weit oben in den Charts sind. Da hast du recht, ja. Ganz genau, weil, wie wir ja alle wissen, solche Leute verstehen absolut jeden Spaß und wissen auch immer, was Ironie ist. Und wir wissen auch, dass Philipp nicht zu den Leuten zählt und nicht übereifrig und vorschnell jemand anderen als Rassisten bezeichnet, bloß weil der sein Manager-Team Arrigatoren nennt. Um das nochmal festzuhalten. Ein Skandal. Es tut mir leid. So, jetzt natürlich gehen wir jetzt erstmal noch gegen Wilbur kämpfen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte gerade sagen, wolltest du dich jetzt schon mal wieder heimgehen? Aber Wilbur, also für die, die jetzt erst einschalten, das ist unser Gary. Vor allen Dingen, wer jetzt das einschaltet, ist der ist bisschen, selbst schuld, ja. Ja, okay, ich möchte jetzt nicht dumm sagen, aber schon ziemlich saudoof. Ja. Ich sag's mal... Ja, ich rede mit dir, Peter. So IQ-Liegen-mäßig eher Kreisklasse, weißt du? Wenn es hochkommt. Pampers-Liga. Also wir können ja, wenn du da mit der Nuzlocke-Channel Challenge fertig bist, nochmal eine Extreme-Challenge fahren, wirklich mit verschärften Regeln, ohne Pokémon Center. Okay, und dann gucken, wie weit ich komme. Und gucken, wie weit du kommst. Also wirklich ausschließlich Items so einsetzen, Starter-Pokémon sofort freilassen, wenn es geht und bla 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 bla. Da können wir mal gucken, was dann passiert. Da haben wir nur eine Folge. So weit müssen wir dann bloß erstmal kommen. Übrigens, mir ist vorhin hier auf dem Super Nintendo Controller noch ein Knopf aufgefallen, was ich ganz vergessen habe. Denn, Pokémon war ja eins der wenigen Spiele, die auf dem Super Game Boy dann in Farbe dargestellt wurden. Wenn halt auch jetzt natürlich eher monochrom, aber... Also auch mit Farbwechseln aktiv. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, werden auch meistens monochrom. Hier ist jetzt alles grün, ne? Aber ich glaube, die ganzen Städte hatten dann immer eine eigene Farbe und sowas. Und mir ist dann jetzt gerade aufgefallen, man kann ja auch das Original Game Boy Bild anmachen. Ein Traum. Ja, guck mal. Das, ich finde auch irgendwie, das tut gar nicht so an den Augen weh wie das andere, ne? Nee, es ist das andere, könnte auch in meinem Fernseher liegen, dass der da die Kontraste ein bisschen rausknallt. Also hier hast du viel stärkere Kontraste und das sieht halt, ist ein bisschen angenehmer fürs Auge. Ja. Trotzdem machen wir es natürlich in Farbe. ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie dadurch, dass ich in den Vertania-Wald gegangen bin, irgendwie das jetzt weggetriggert wurde, aber ich denke mal, dass ich hier gegen einen ziemlich, eigentlich fast schon zu starken Wilbur kämpfen werde. Ich glaube, der hat Level 8 bis Level 10er Pokémon. Werden wir mal gucken. Heul! Werden wir mal gucken, wie weit ich komme. Ja. Und wie wir wissen, Philipp darf während des Kampfes keine Items einsetzen. Das erschwert die Angelegenheit. Genau, außerdem, ich habe sowieso keine Tränke mehr, weil in dem Pokémon-Supermarkt konnte ich irgendwie gar keine Tränke bis jetzt kaufen. Da war das Werbegeschenk von dem guten Jungen zu Gold Beginn. Wert, aber ich habe schon leider verschwendet. Aber er hat halt ein lächerliches Werbegeschenk. Ja, ich kann es wahrscheinlich erst ab der nächsten Stadt kaufen. Ja. So, auf geht's, da ist er. Hey, Ausrufezeichen. Olaf. Ausrufezeichen. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Piss dich, ich hab schon gegen dich gewonnen, du Penner. Also Wilbur macht's nicht einfach, einen zu mögen. Nee. Aber guck mal, er hat nur zwei. Ganz ja, aber 8 und 10, glaube ich. Ja, aber was willst du packen? 9. Dann könnte er sogar 9 und 11 sein. Und das Blöde ist natürlich, dass sowohl sein Taubsi als auch sein Glumanda natürlich für deinen Sami Gift sind. Und das wird jetzt sehr spannend. Aber The Tank gibt schon mal alles. Ja, und bringt nicht viel. Ja, das... Oh, sehr gut. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, bringt nicht viel. Denk dran, wenn The Tank gleich stirbt, dann wär's schon traurig, ne? Ja. Boah, Sandwirkel voll ins Gesicht. Nein, natürlich, ist war klar. Scheiße. Bitte nein, kein Feuer. Nein. Okay. Oh, ich glaube, Philipp... Das war's. Ne, Sami kriegt den auf jeden Fall klein. Hier, Wirbelwind. Ne, was ist das? Sand? Ne, Windstoß. Genau, das ist ja nur eine normale Attacke. In diesem. Und ich kann Edelsamen einsetzen.
frag mich gerade, ob das jetzt Sinn gemacht Meine hat. Meine Güte. Ja, ich glaube nicht. Lassen wir es mal besser. Oh, scheiße, das wird... Ich, auch wenn du jetzt platt bekommst... Oh, fuck. Oh, oh. Oh, fuck. Glaub an mich, Jan, das kriege ich hin. Oh, jetzt brauchst du einen Volltreffer bald. Wow! Wow! Leute, oh mein Gott! Nein! Scheiße! Oh fuck! Ach du Scheiße! Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet! Boah! Oh fuck! Oh fuck! Oh. Ich würde es übrigens dann auf Henk switchen, weil Henk kann es zum ersten vergessen. Ich verschluck mich schon. Vor Aufregung. Flöb ist gerade echt angespannt. Das weil ist richtig schlimm gerade. Es wird alles umsonst. Okay, aber er ist nur, nur Level 8 in Anführungsstrichen. Ich dachte, der wäre noch krasser. Vielleicht ohne Scheiß. Routenschlag sind Verteidigung, ne? Ja. Vielleicht machst du zwei Routenschläge lieber. Probieren das. Okay, er macht Räder, das ist auch schon mal ganz gut. Ich hab's gesagt, dass der hart ist. Aber jetzt hast du ihn schon so weit gesenkt, dass vielleicht von Sami wird vielleicht. Aber Sami kannst du nicht einsetzen. Sami musst du als letztes bringen. Ja, ja. Ich muss jetzt. Fuck. Ich mach jetzt so lange, bis Henk tot ist. Ja. Ich würde dir Henk jetzt vielleicht einmal angreifen lassen, weil Henk hat ja offensichtlich. Ja, aber er hat mir mit Heuler ja auch. Okay, jetzt werde ich angreifen. Henk, du hast tapfer gekämpft. Mach's gut, mein guter Freund. Das tut mir gerade echt in der Seele weh. Ja, noch hat er alle Chancen. Ja, gut, gut. Das überlebt er. Ja. Komm. Ah, schade. Ich dachte, der macht vielleicht noch einen Heuler. Auf Wiedersehen, Henk. Ja, Henk, du hast alles gegeben. Ja, wen benutze ich würde jetzt Tank einsetzen. Weil Tank hat, glaube ich, auch hohe Initiative. Der hat einen hohen Angriffswert auf jeden Fall. Boah, lass ihn... Nein, scheiße. Oh nein. Oh oh. Ich würde trotzdem Boss einsetzen, weil mit Boss kriegst du entweder platt. Ja, aber das, ich habe ja gesagt, Glumanda hat den höheren Initiativewert, also von den Startern. Deswegen, ich weiß nicht, ob. Vielleicht setzt er Heuler ein. Scheiße. Das war's. Leute, das war's. Was willst du machen? Oh fuck. Das okay. Siehst du vielleicht gespeichert, ne? Nee, ich habe nicht gespeichert. Ja. Da sagst du so stolz. Das war irgendwie kacken. Ja, warum? Hätten wir dann cheaten sollen oder was? Ich hab jetzt verloren, ne? Ja, du hast natürlich, aber. Das ist das Fernsehen, ne? Man kann ja mit Schnitten so arbeiten. Ja, Leute, ihr seht. So schnell kann der Nuzlocke vorbei sein. Ja. Und das einfach nur, weil ich nicht genug gegrindet habe. Es war auch Pech, muss man sagen. Ich glaube, hättest du sofort mit Sami gegen Taubsi gekämpft, wäre es anders gelaufen, ganz ehrlich. Ja, das kann gut sein. Weil Taubsi hat dann unnötigerweise alle runtergeballert, das war Pech, ja. Henk, vielleicht hättest du mit Henk nochmal einen Angriff mehr fahren müssen. Ging ja nicht mehr, da war ich ja tot. Ja, schon einen früher, weißt du? Naja, weißt du, wenigstens habe ich es genau richtig bis zum Ende der Folge geschafft. Ja. Danke fürs Einschalten. Also, wahrscheinlich habt ihr es euch schon gedacht, weil das war die letzte Folge. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Also, komm, sagen wir mal so, wir werden hier auf jeden Fall noch kein Finale drin hinschreiben. Ich bin dafür... Channel Nummer 1 Finale, Challenge Nummer 1 Finale, aber... Ich lasse das so nicht auf mich beruhen. Irgendwann irgendwie in der Zukunft werden wir nochmal einen Nuzlocke starten. Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht dann nochmal eine extremere Variante. Ja, oder ein anderes Spiel. Ja. Oder das Spiel nochmal. Oder wir können es, ohne Scheiß, ich hätte auch Bock, gerne nochmal Pokémon Gelb zu sehen. Gelb ist natürlich immer eine Special-Geschichte, aber fällt uns ja niemand davon ab, Pikachu loszuwerden. Oder muss man den behalten, damit er hinterherlaufen kann? Das, ja, der muss. Den kriegst du nicht los? Sicher? Du kannst den wegtun, natürlich. Das meine ich damit, ja. Ja, mal gucken. Aber insgesamt ist das ja trotzdem doof, weil man da alle Starter kriegt und sowas. Ja, aber... Naja, gucken wir mal. Ja. Außerdem musst du sie ja nicht kriegen. Das ist wahr. Das ist auch die Challenge. Wir können ja auch die Challenge erweitern, sagen, du darfst sie nicht haben. Mhm. Gucken wir mal. Also, wir denken uns da was Gutes aus. Ich
Ich gehe jetzt ein bisschen weinen erstmal. Ja. Tja, Wilbur war eine Nummer zu groß für Olaf, ne? Ich bin ein bisschen traurig, weil ich hatte noch ein paar gute Namen, Petto, aber die werde ich mir dann aufbewahren für die nächste Folge. Ja. Ja. Danke fürs Zugucken. Wirklich danke, dass ihr das ausgehalten habt. Es tut mir echt leid, Leute. Der ganze Zeitraffer war umsonst, aber wir bauen ihn trotzdem ein. Also ihr werdet ihn jetzt schon gesehen haben. Ihr könnt es nicht mehr nicht sehen. So wie der FedEx-File. Oder das G im Schalke-Logo. Oder meine schlimme, schlimme Niederlage. Die kann man auch nicht ungesehen und auch nicht ungeschehen machen. You cannot unsee. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Philipp verkackt die Nuzlocke Special Challenge zum zweiten Mal. Vor dem ersten Gym, ey, das ist... Boah. Ein bisschen ärgerlich, also das, ja, was willst du machen? Steck's nicht drin, ne? Steck's nicht hinter, steck's nicht drin. Alles klar, bis dann, alles Gute. Tschüss.